Seit dem Anbeginn der Zeit hat sich die Menschheit nach vollkommener Köstlichkeit gesehnt. Und dank des Geburtstages eurer Mutter dürfen wir heute in ihren Genuss kommen. Seht her, der Schokoladenmampfkuchen. Er ist atemberaubend. Ein Kunstwerk. Der kommt in meinen Bauch. Oh, nicht die Glasurstibitzen. Ich bin weit geflogen, um den Kuchen bei der Promi-Konditorin zu kaufen, von der eure Mom gelesen hat. Ein Promi hat die gebacken? War es einer von den Hamstern aus dieser Autowerbung? Daher können sie sich all diese Autos leisten. Dann passt mal auf, ihr zwei. Ich übertrage euch die Verantwortung, meinen Kuchen zu bewachen. Meinst du nicht Moms Kuchen? Schön wär's, Nora. Schön wär's. Das ist cool. Wir hatten noch nie für irgendwas die Verantwortung. Ja, wirklich toll, dass Dad uns für verantwortungsbewusst genug hält. Chloe nicht! Sie hat sich eine ganze Handvoll genommen. Ich werde es wieder tun, Baby. Okay, das ist übel. Aber wir bekommen das hin. Chloe teleportiert uns in die Bäckerei und wir kaufen einen neuen. Gute Idee. Jetzt müssen wir nur noch den alten loswerden. Ich hab gesagt, ich tue es wieder. Okay, beeilen wir uns. Holen wir den Kuchen, bevor Dad merkt, dass wir weg sind. Okay. Hier, bitte sehr. Das ist der Promi, von dem Mom gelesen hat. Dina, die Nachtischdiva. Wer soll das sein? Sie macht total witzige Videos, in denen sie Leute zu Nachtischopfern macht. Ich zeig dir ein Meisterwerk. Wer Pflanzenattacke? Ein Zuckerkuss aus Zuckerguss. Der nächste. Willkommen bei Back mich heute ein. Ein Schokoladenmampfkuchen, bitte. Das macht dann 100 Dollar. Übertrieben teuer, oder? Auch berühmt zu sein ist super. Wir sind etwas knapp bei Kasse. Und ich bin auch nur knapp durchgekommen in meiner Klasse. Wenn ihr nicht genug Geld habt, gibt es eine andere Möglichkeit zu bezahlen. Macht doch einfach mit in meinem neuen Nachtischopfer-Video. Dann wären wir diejenigen, die eins abkriegen in deinem Video? Mhm. Ja, das kannst du vergessen. Wir besorgen das Geld. Sowas. Ihr wieder. Mein Bruder und ich sind bereit, deine Nachtischopfer zu sein. Diese Idee habe ich satt. Ich habe eine bessere. Ich schmeiße einfach Nachtisch auf den Dreikäsehoch hier. Aber unser Deal war doch, dass du es auf mich und Billy schmeißt. Sorry, der Deal ist abgelaufen. Ich mach das, Nora. Du bist eine Ente. Okay, gut. Du bestellst einen Windbeutel, daraufhin sag ich, friss das, du Nachtischopfer, und dann kaboom, bang, wirst du von dieser Riesenschleuder mit einer Portion Sahne getroffen. Wie kannst du abends einschlafen? Auf einem Haufen von Geld. Und versuch, ein paar Tränen fließen zu lassen. Ich will, dass das viral geht. Nora, ich weiß nicht so recht. Ich schon. Das wird der Oberknaller. Halt! Dina, du darfst Chloe nicht kabumpeng. Wieso? Weil ich sie kabumpeng will. Moment, was? Nora, was soll das? Chloe hat uns erst in diese Lage gebracht. Ich will mich nur an ihr rächen. Die große Schwester Windbeutel, die kleinere. Das ist gemein und niedlich, genau wie ich. Das drehen wir. Na gut, Kleine. Der Schmerz wird vergehen, aber die Internetschande wird auf ewig bleiben. Und Action! Kann ich einen Windbeutel haben? Friss das, du Nachtischopfer! Aber der ist abgelaufen. Schnell, hol den Kuchen. Guter Trick, Nora. Danke. Ziehen wir los. Ich sage, ziehen wir uns um. Warum kritisierst du sie denn? Sie sieht absolut bezaubernd aus. Komm mit, Süße. Wir schmieren dich noch mit Sonnencreme ein. Hm? Wir können nicht zulassen, dass sie so in den Park geht. Alle werden sie auslachen. Ganz genau. Wir waren doch letzte Woche im Zoo. Sie wurde mehr angestarrt als der Affe, der einem Kind am Ohr gekaut hat. Wie geht's deinem Ohr? Besser. Na dann, los geht's. Ja,
glaube, dass der Park heute bestimmt echt überfüllt ist. Denkst du das auch, Billy? Ich sehe nach. Eine Sardinenbüchse. 10 Kinder auf einmal auf der Rutsche. Na, dann müssen wir wohl ein andermal hingehen. Komm mit, Chloe. Wir haben Chloe gerade die totale Blamage erspart. Gib mir 5. Au! So funktioniert das nicht. Das Gefühl, das du jetzt gerade hast, Chloe, ist tierische Coolheit. Mich juckt es total. Was in Bikini Bottom ist hier bei euch los? Ihr seht total gleich aus. Genau, sie sieht toll aus und sie steht drauf. Mich juckt es, als würde mein Kopf brennen. Kleine, dieser Look ist eben heiß. Und als Sahnehäubchen? Ein hübsches Schleifchen. Wenn Mom und Dad das nächste Mal mit uns essen gehen, siehst du nicht lächerlich aus. Ich fühle mich wie ein Geburtstagsgeschenk. Ganz genau, Chloe. Mit diesem Schleifchen bist du ein Geschenk für die Welt. Guck mal, Billy, ich hab sie hingekriegt. Was? Lass das los! Gib's her! Vergiss es! Das ist meine! Wow, wow! Was geht hier vor? Nora hat Chloe wie ein Spacko angezogen. Dafür hat Billy sie wie ein Zirkusaffen angezogen. Ich will kein Zirkusaffe sein. Ich verstehe schon, dass ihr eurer Schwester helfen wollt, aber ihr gefällt ihr Kleidungsstil, wie er ist. Mom, sie wird dauernd ausgelacht, weil sie aussieht, als hätte sie Klamotten vom Fundbüro. Chloe ist egal, ob ihre Klamotten anderen Leuten gefallen. Wieso interessiert das euch so? Kümmert euch doch lieber etwas weniger um ihre Klamotten und dafür ein wenig mehr um ihre Gefühle. Ihr Zirkusaffen. Ich glaube, wir wurden gerade gemahnt. Und ob ihr das wurdet. Chloe, wir gehen jetzt zu Splat Burger. Mach dich doch zurecht. Ich will da nicht hin. Tut uns leid, was heute passiert ist, Chloe. Du solltest tragen, was immer du willst. Ja, du bist kein Zirkusaffe. Wir sind die Zirkusaffen. Und Spackos. Große Spackos. Sei einfach du selbst und zieh dich an, wie du willst. Dann gefällst du uns bestimmt. Kannst du uns verzeihen? Noch nicht. Jetzt kann ich euch verzeihen. Sind wieder da. Da Chloes Superheldenwachstumsschübe so rasant aufeinander folgen, haben wir ihr neue Klamotten besorgt. Zieht euch rein, was ich habe. Ich bringe das Ups in Pups? Oh, süß. Das werde ich ihr auf der Stelle anziehen. Leute, ich fürchte, das passt ihr nicht mehr. Sie ist wieder gewachsen. Ich will Pizza. Und sprechen kann sie auch schon. Waren wir so lange shoppen? Jetzt, wo sie so groß ist, macht das ihre Bläschen-Superkraft stärker? Kurbeln wir die Bläschen-Party an. Hey, wo sind die Bläschen? Das war Billy. Chloe geht es gut. Ich schätze nur, dass sie rausgewachsen ist aus ihrer Baby-Superkraft. Ich bin gespannt, was ihre endgültige Kraft wird. Wir rufen den Arzt aus Metroburg an und fragen, ob er Chloes Kräfte durchchecken kann. Und auch meinen Ausschlag. Können Sie rausfinden, was ihre endgültige Superkraft ist, damit sich der überteuerte Hausbesuch auch lohnt? Das bekomme ich gleich mit einem Powerscan raus. Adios! Spanisch spricht sie auch noch? Oh, Chloe, das tut nicht weh. Du kannst mir vertrauen. Ich hab an die 1000 Ärzte schon besucht. Soll ich deine Hand halten? Okay. Siehst du, halb so wild. Du bist mein größter Held. Wie es aussieht, ist Chloes Superkraft eins der folgenden Dinge. Superstärke, Teleportation oder... Gottschimmstrahl? Hoppla, Entschuldigung, ich meinte Blitzstrahl. In einer Woche wissen Sie's. Ich bin schon gespannt, was es wird. Tja, die Frage stellen sich jetzt wohl alle. Billy, beichte, was passiert ist, oder ich mach's. Was beichten? Boah. Billy hat eine Flamingo-Grippe, weil er Angst vor der Impfspinne hatte. Hör nicht auf sie, Chloe. Das ist gelogen. Dein Bruder kennt keinen.
keine Angst. Bob, ich hab Futterschock-Halluzinationen. Billy, wenn du die Impfspinne jetzt noch nimmst, werden die Symptome wieder zurückgehen. Hoffe ich. Niemals! Auf in die Luft! Wow! Chloes Superkraft ist Teleportation. Und mein Tipp war richtig. Wo kommt der hin? Ich hab null Ahnung. Das schaffst du schon, Billy. Danke, Chloe. Das von dir zu hören ändert rein gar nichts. Du bist überall. Sei tapfer, Billy. Ich halte auch deine Hand. Okay, Schwesterchen. Ich tu's für dich. Siehst du, war halb so schlimm. Alles ist wieder ganz normal. Alles klar, Chloe. Hast du Lust auf die Geschichte von Robin Hood? Max! Vermutlich eher nicht. Hallo, mein kleiner Wirbelwind. Es heißt, die Zahnfee hat dir gestern eine Münze zugesteckt. Katsching! Hervorragend. Gut, jetzt stecke ich die robuste Münze hinter dein Ohr und puff! Sie ist weg. Kannst du bei uns bleiben? Ja, aber natürlich kann ich. Werde ich nur nicht. Hey! Gib Chloe ihre Münze wieder. Ich bewahre sie doch bloß für sie auf. Wie Geburtstagsgeld. Ich hab Max am allermeisten lieb. Wow, Max hast du am liebsten? Der Max, der gerade dein Geld geklaut hat? Er ist lustig und er hat coole Haare. Ich hab auch coole Haare. Sag mir, was er hat, das ich nicht habe. Eine Rutschbahn, eine Band, ein Okay, Hahn. Neuer Plan. Ich hab eine bessere Geschichte als Robin Hood. Ich nenne sie Phoebe Hood. Mag sein, dass du danach manche Mitbewohner anders siehst. Es war einmal vor langer Zeit in einem Land weit, weit weg ein bildschönes Mädchen mit dem Namen Chloe die Süße. Alle haben sie gern gehabt und sie mochte die anderen, außer den bösen Sheriff. Hallo, Pöbel! Seht mich an! Sheriff Maxingham! Was ist mit dir, kleines Mädchen? Hast du irgendetwas von Wert für den König? Nope. Was ist mit den goldenen Hausschuhen? Reich sie mir rüber, Hobbitkind. Hey, damit kommst du nicht davon, Sheriff Keule. Ach ja? Und wer will mich aufhalten? Ich hab vor, dich aufzuhalten. Und du bist? Phoebe Hood, Beschützerin der Schwachen und Menschen, die sich keine Dusche leisten können. Glaubst du, du ängstigst uns? Meine Männer sind furchtlos. Schon sieht es anders aus. Wir nehmen uns nun unseren Besitz, wenn ihr nichts dagegen habt. Das wird noch ein Nachspiel haben, Phoebe Hood. Phoebe Hood! Phoebe Hood! Phoebe Hood! Ich mag dich am liebsten, Phoebe Hood. Phoebe Hood! Und auch du solltest sie am liebsten haben, kleine Keule. So fingen Phoebe Hood und ihre muntere Truppe an, jedem seine Sachen zurückzugeben. Aber die Hausschuhe von Chloe der Süßen waren nicht zu finden. Was ist denn mit den Hausschuhen? Sie wurden gestohlen von diesem Idioten Max. Sagte ich gerade Max? Ich meinte Maxingham. Witzig, oder? Die Namen klingen beinahe gleich. Ist Maxingham dann wirklich Max? Ja, das macht ihn zu dem, den du nicht am liebsten hast. Was geht ab, ihr Partylöwen? Du bist ein fieser Sheriff. Ich bin fieser, was genau? Chloe, was ist mit Max passiert? Der zittert jetzt am Nordpol. Warum machst du denn das? Wegen der Geschichte, was sonst? Ich weiß, in meiner Geschichte mag Max ein bisschen böse gewirkt haben. Aber du wirst ihn zurückbringen, wenn du das Ende der Geschichte kennst. Im Königreich wurde Phoebe Hood gefangen gehalten.
Plötzlich fasst sich Maxingham ein Herz. Ich fasse mir ein Herz. Ein Hoch auf Maxingham! Und Ende. Ich gehe jetzt ins Bett. Halt, nein. Mein Fehler. Ich habe das Ende verwechselt. Jetzt folgt die richtige Version. Wenn ich mich nicht irre, gehören diese hübschen Schüchen dir. Meine goldenen Hausschuhe. Von nun an stehle ich für das Gute, nicht für das Böse, wenn ihr das zulasst. Was sagst du, Chloe? Darf sich Maxingham unserer munteren Truppe anschließen? Ja! Damit war Maxingham Mitglied der munteren Truppe und wurde Chloes allerliebster Bürger, der im Königreich lebte. Und Ende. Also wurde Maxingham noch gut? Ja! Du hast ihn nur für böse gehalten, weil seine fiese Schwester einen Klassiker umschrieb, um dich zu überzeugen. Ich kann Phoebe Hood und Maxingham leiden. Ich habe beide am liebsten. Gut, können wir dann bitte Max wieder vom Nordpol zurückholen? Danke, dass du mich wieder zurückgeholt hast, Chloe. Wieso bringst du mich zum Nordpol, Chloe? Ach, Mensch, Max. Wieso tut dein Kind sowas, oder? So schräg. Hey, Kinder, seht ihr euch unseren Film an? Nein, wir sehen uns was Gutes an. Chloes Lieblingsserie, die Wonderflubbies. Sie ist toll, wenn man 6 ist. Du wolltest sie zweimal sehen. Klar, ich bin ja auch 13. Rechne nach. Das ist eine dieser Serien, die euch Spielzeug und Eiscreme verkaufen wollen. Mhm. Stimmt gar nicht. Hey, Kids, mögt ihr Spielzeug und Eiscreme? Ja. Ja. Dann gefällt euch ja auch unser Scoop du Jour, riesiger Super Scoop Eiscreme-Drohnenbecher. Direkt an eure Tür geliefert von einer super coolen fliegenden Drohne. Nur für kurze Zeit verfügbar. Echt der Hammer. Können wir einen haben? Da kannst du deinen Hintern drauf verwetten. Eiscreme von einem fliegenden Roboter essen wird eine fantastische Familienerinnerung. Da stimme ich absolut zu. Dank Momenten wie diesen haben wir 4 Kinder. 5 Kinder. Es ist entschieden. Wir holen uns den Eisbecher. Ja! Nur nicht heute. Ja! Was? Okay, ciao. Wir bestellen den Eisbecher, oder? Schon geschehen. Aber Mami und Daddy sagten, wir sollen warten, um Erinnerung zu machen. In der Werbung hieß es, das Eis gibt's nur für kurze Zeit. Haben wir Pech, ist es ausverkauft. Oh, du hast das Richtige getan. Atemberaubend. Wunderbar. Ein pupstastischer Traum. Bis dann. Ich liebe dich. Lass uns essen. Eiscreme Party! Du bist nicht eingeladen, Fayball. Ihr bringt eure Familie um diese wertvolle Familienerinnerung. Ohne mich? Ich hoffe, ihr bekommt Gehirnfrost. Aber du hast doch gesagt, ich hab kein Hirn. Du bist wie eine Wetterfahne. Leute, Colosso hat recht. Mom und Dad werden enttäuscht sein, wenn wir das ohne sie essen. Und was machen wir jetzt? Die Familie ist wichtig. Wir tun das Richtige. Wir haben nicht das Richtige getan. Ich fühle mein Gesicht nicht. Ihr seid Leichtgewichte. Kinder, wir sind zurück. Oh nein, sie dürfen nicht erfahren, dass wir das Eis gegessen haben. Zieh deinen Bauch ein. Hallöchen. Hi, Eltern. Ihr seid ja früh dran. Entschuldigung, ich meinte Drohne. Die Tickets waren dummerweise für nächste Woche. Notiert euch, Kinder, das ist kein guter Mann. Aber die gute Nachricht ist, wir können die gigantischen Super Scoop Eiscreme Drohnenbecher zusammen essen. Was? Für eine gute Idee, das hört sich super an. Wir haben ihn auf dem Weg nach Hause bestellt. Mhm. Oh, das muss ja sein. Ein pupstastischer Traum. Ja, noch mehr Eiscreme. Ich meine, Eiscreme zum ersten Mal heute. W-
Wisst ihr, er sieht eigentlich zu gut aus, um ihn zu essen. Wir heben ihn für nächstes Jahr auf. Keine Chance, wir essen ihn genau jetzt. Aber bevor wir das tun, will ich nur sagen, wie viel es uns bedeutet, mit euch diese besonderen Familienmomente zu teilen. Wenn ihr Kinder erwachsen seid, werden uns Erinnerungen wie diese das Herz erwärmen. Mein Herz ist voll mit Eiscreme. Ja, meins auch. Oh, Hank, Hank, lass uns ein Video machen. Oh ja, gute Idee, Liebling. Billy und Nora, da ihr beide so geduldig wart, bekommt ihr den ersten Löffel. Nur zu. Dann mal los. Okay, dann essen wir jetzt. Das nicht. Und ich auch nicht. Was? Wir dachten, ihr wolltet den Eiscreme-Drohnenbecher. Wollten wir. Deswegen haben wir vor 2 Stunden einen gegessen. Was? Ja, was? Es tut uns echt leid. Falls es irgendwie hilft, ich werde nie wieder Eiscreme sagen. Verpflegt. Tja, bestrafen müssen wir euch aber trotzdem noch. Ja, ihr habt Hausarrest. Und wie sollen wir die ganze Eiscreme allein nur aufessen? Moment, wo ist sie hin? In meinen Magen, Matschbirnen! Lass mir noch was übrig, Dr. Bunny! Oh nein, Bob, hat Chloe ihre Decke wieder verloren? Ich frag mal, wo sie sie hat. Bist du das Wahnsinnskind? Du weißt, wie besessen sie von dem Ding ist. Das letzte Mal, als sie weg war, hat sie alles aus dem Haus teleportiert, um sie zu finden. Auch meine Rutsche. Ich musste wie ein Tier die Treppe nehmen. Ich verstecke mal meine Hausaufgaben. Ich verstecke mich vor Phoebe. Barb, jedes Mal kriegen wir Panik, wenn Chloe die Decke verliert. Möglicherweise kann man damit anders umgehen. Nein, wenn sie bereit ist, die Decke aufzugeben, tut sie es. Gut, lass deine Muskeln sprechen und heb die Couch an. Gefunden! Was gefunden? Die Küche, in die wir gehen sollten. Dann bekommst du einen Snack. Chloe kommt nie über diese Decke hinweg, solange deine Mom sie immer wieder findet. Doch Daddy weiß genau, was zu tun ist. Sich nicht einmischen und es Mom überlassen? Oh, Thunderkind, du musst noch so viel lernen. Chloe! Hey, Daddy! Süße, setz dich hin. Wir haben schlechte Nachrichten. Deine Decke ist weg. Was? Deine Decke ist weg, komm damit klar. Jetzt beruhig dich, Billy. Süße, du bist traurig, aber in deinem Herzen ist sie immer bei dir. Ist sie nicht im Küchenschrank? Was Billy meint, ist, dass du sie stets im Küchenschrank deines Herzens behältst. Aber es ist Zeit, nach vorn zu sehen. Mir fehlt meine Decke. Sie sieht immer noch traurig aus. Soll ich sie noch mal anschreien? Nein. Das ist Teil des Prozesses. Sie wird über sie hinweg sein in 20 Minuten. Mir fehlt meine Decke! Besser, wir holen sie zurück. Decki! Sie ist weg! Was ist weg? Meine schlechte Laune jetzt, da du wieder da bist, Schönheit. Mir fehlt meine Decke! Oh nein, etwa schon wieder? Ja, weil keine wir... keine Ahnung haben, wo sie ist. Vielleicht findest du sie ja oben irgendwo. Eine Decke läuft nicht einfach weg. Jemand muss sie weggenommen haben. Ich wette, das war Colosso. Der führt immer was im Schilde und kuschelt da drüben mit ihr. Du bist so weich. Ich hab mein Leben lang nach dir gesucht. Colosso, hief deinen Hasenhintern runter von Chloes Decke. Oh, das ist Chloes? Ha, das ändert gar nichts. Schnell, Billy, lauf ihm nach und hol Chloes Decke. Ich weiß, wir suchen deine Decke schon seit einem ganzen Tag, aber bitte hör auf, unsere Sachen wegzuteleportieren. Sie ist also auch nicht unterm Tisch. Die neue Decke sieht genau aus wie Chloe. Sie kann den Unterschied gar nicht bemerken. Chloe, wir haben deine Decke. Decke!
Cookie! Ach, dem Himmel sei Dank, wo war Ganz sie? Egal, solange Chloe glücklich ist. Haltet ihr mich für bescheuert? Wir hatten drauf gehofft. Diese Decke ist nachgemacht. Ja, nein, ist sie nicht. Ja, sie ist genau wie die, die wir versteckt haben. Was? Was? Mist. Hank, fang an zu reden. Du siehst wunderschön aus. Über die Decke. Okay, ich weiß, wo sie ist, aber ihr werdet mir nicht glauben. Kolosso hat sie. Ja, Schatz. Deine Decke, Chloe. Decki! Ah, guter Stoff. Mir fehlt meine Decke! Komm runter, Dr. Hase. Niemals! Mir fehlt meine Decke! Wow, habe ich mich auch so angehört? Ja, als du all unsere Möbel teleportiert hast nach, wo sind sie? Abu Dhabi? Decki macht mich zum Monster. Hier, behalt sie. Oh, Decki, mit dir zu kuscheln hat mir gefehlt. Chloe, wir sind so stolz auf dich. Aber noch stolzer sind wir auf uns selbst. Nichts von all dem wäre passiert, wenn Billy und ich die Decke nicht gestohlen hätten. Lass es gut sein, Hank. Ja, Schatz.